Hallo liebe Zuschauer, liebes Team, ihr seht jetzt gleich das Making-of zum Vorproduktionstrailer von Der schwarze Nazi. Ich bin Tillmann König, einer der Regisseure, und ich bedanke mich schon mal bei Dirko Göbel, dass er sich die Mühe gemacht hat, hier das Making-of zu machen für uns. Danke. Und los geht's. Aloysius Itoka, Film- und Fernsehschauspieler. Kennt ihr alle Aloysius schon? Ja. Alle schon mal begrüßt. Aloysius war für uns ganz wichtig. Der ist erst kurz vorm Dreh eingesprungen für den eigentlich angedachten Hauptdarsteller, mit dem wir schon den Ur-Sikomoya gedreht haben. Ein krasses Ding, wie wir den bekommen haben. Da hat uns 2 Tage vor Drehbeginn der Hauptdarsteller Kalemba Mukumadi, ein Freund von uns aus Jena, abgesagt, hatte Zahnwurzelentzündung. Wir haben dann ganz schnell innerhalb von einem Tag halt einen neuen Hauptdarsteller gefunden, was natürlich ein großes Wagnis ist. Es lief dann sehr, sehr gut. Hier ist Teil seines Showreels. Das ist unser schwarzer Nazi. Na jedenfalls eine krasse Suche war das, mit 1000 Telefonaten. Wir haben uns gesagt, wir finden, in 24 Stunden haben wir jemanden, und wir hatten dann auch jemanden. Wir überlegen gerade, ob wir ihn vielleicht auch im Sommer fragen, ob er da Lust hat auf die Hauptrolle. Das ist aber noch nicht ganz entschieden, aber er ist auf jeden Fall einer der Favoriten. Hängt so ein bisschen an ihm, ein bisschen an uns. Aber ja, der hat es schon gut gemacht für die kurze Zeit, war ziemlich angenehmes Zusammenarbeiten. Aber auch mit den anderen Schauspielern hat es gut geklappt. Also Brian Völkner hier von der HMT aus Leipzig, junger Schauspieler, hat voll eingeschlagen, hat uns sofort durch seine Fotos überzeugt und dann auch, als wir uns getroffen hatten, beim Probedreh sehr präsent vor der Kamera. Großvater, wir vermissen dich, und egal was man auch erzählt, es gab keine Niederlage in Stalingrad, du bist ein tapferer Soldat, ein Held. Und auch mit Beate Prahl, die Moni spielt, auch so 20 Schauspielerin hauptsächlich, soweit ich weiß. War auch ein ziemlich schönes Zusammenarbeiten. Ist ja alles sehr kurz gewesen. Also kaum Zeit zum Kennenlernen. Plötzlich rein in so einen angeblichen Film, obwohl das nur so Mini-Szenenausschnitte sind, ist ja extrem schwierig für einen Schauspieler, sich da einzulassen. Aber die haben das alle 3 ganz gut gemacht. Hey, hey, hey! Stopp! Bist du Deutscher? Ja. Zeig mir deinen Ausweis. In der Zollschuppenstraße haben wir die Szene gedreht, wo Sikomoya mit seiner Nazi-Gang einfach Leute kontrolliert und sie fragt, ob sie deutsch sind, ob man will ihren Pass sehen, was dann später auch im Film eine wichtige Schlüsselszene sein wird, weil es uns im Film auch immer wieder darum geht. Bist du deutsch? Bist du Deutscher? Ja. Sich mit der Frage zu beschäftigen, was ist das Deutsch? Gibt es das überhaupt? Ist das eine Staatsangehörigkeit? Ist das ein monolithischer Block von Kultur? Oder ist das was sich laufend ändert? Wir waren draußen, und wie bei jedem Außendreh ist natürlich der Ton immer problematisch, wo wir hier auch wieder ein kleines Problem hatten, was sich dann sehr schnell gelöst hat durch gute Connections von einem unserer Teammitglieder. Kannst du mal bitte leise sein? Wir versuchen, einen Film zu drehen. Nur 5 Minuten. Geht das? 5 Minuten? Da kannst du Pause machen, die Kippe rauchen, alles cool. Gut, dann wir gehen auf Anfang. Max, hey, dreh dich mal rum. Dreh dich mal um 5 Minuten. Mach mal kurz Pause, dreh dich hin. Okay, danke. Danke. Okay, wir gehen auf Anfang. Wir haben uns sehr gefreut über die Nazi-Darsteller, was natürlich keine richtigen Nazis sind. Die haben vom ersten Tag an richtig cool mitgemacht und sich halt aufs Projekt auch eingelassen, was immer sehr wichtig ist. Und wenn dann eine Gruppe zu dritt ankommt von nicht professionellen Schauspielern, kann das auch völlig anders gehen, dass sie dann nur rumflaxen oder gar nicht richtig mitmachen, sich nicht auf Regieanweisungen einlassen und so weiter. Und das lief richtig cool. Los! Wir sind hier gerade bei einer Szene, die spielt in der Nacht. Ihr seht das, es regnet. Die Nazis stoppen vorm Haus von Sikomoya und werden ihn gleich überfallen. Die Szene ist leider rausgefallen im Endeffekt, aber es war vom Bild her, hat die mir sehr, sehr gut gefallen. Auch die ganzen Darsteller
die uns unterstützt haben, vor allem die Nazi-Darsteller jetzt in der Szene. Das war also Milka, Rage, Fussel, Roscher, Spatz, die sich da halt im Regen überhaupt nicht angestellt haben und einfach ein bisschen auch, glaube ich, Spaß dran hatten. Man schickt mich schon längst, die Kleine hat so nicht schlimmer. Verrückten. Das sah schon gut aus. Danke! Das war eigentlich die Grund irgendwie. Dankeschön an euch, dass ihr uns so unterstützt habt bei dem Trailer, oder ist ja dann auch euer Trailer. Die Komparsen, ja, bei der Massenszene, die waren auch super. Hier haben wir die Massenszene. Der LVZ-Mob sozusagen hat sich relativ besinnlich verhalten. Wagen, ich bin ein Fahrer vorwärts die Rüste tragen, lustig schmettert das Horn. Wälder, Wiesen und Auen, ein leuchtendes Ehrengold. Eine große Facebook-Aktion gestartet, da hatten ja über 100 Leute zugesagt zu kommen zur Massenszene und nochmal 100 bei vielleicht angeklickt, und von denen sind vielleicht 10 gekommen, denke ich mal. Der Hauptteil der 40, 50 Komparsen, die dann da waren, war über die LVZ gekommen. Aber das war total gut, weil Leute in der Art wollten wir haben, also ältere Leute, normale Leute, nicht solche Facebook-Junkies. Ja, die Mutter von Dennis Pohl, einen alten Schauspieler von uns, die Mutter von Moni im Trailer spielt. Der Dennis Pohl hat ja im alten Film den Nazi gespielt und sie ist dann auch voll gleich drauf eingestiegen. Ja. Matthias Ahlemann, der ja so eine Komparsenagentur Halle Leipzig neu gegründet hat, die jetzt auch bei der Crowdfunding-Party Live-Casting, Komparsen-Casting machen werden. Dessen Vater Gerd Ahlemann, der dann als Vater von Moni mitgespielt hat, und Loki, die Frau von Matthias Ahlemann, oder Lebenspartnerin. Die waren alle drei sehr gut mit dabei. Und es hat echt Kraft gegeben. Also sehr wichtig für den ganzen Dreh mit Vorbereitung, die ganze Planung, war Holger, der als Producer eingestiegen ist, wo wir erstmal schauen wollten, ob das funktioniert. Ich will nicht lügen, es war kein reibungsloses Zusammenarbeiten, aber es hat doch im Großen und Ganzen sehr gut geklappt und wir arbeiten jetzt immer noch zusammen. Holger ist fest im Team, kümmert sich gerade um die Finanzen und hat damals auch so das ganze Rechtliche gemacht. Susanne Frei war auch sehr wichtig, die als Praktikantin und dann als Produktionsassistenz quasi eingestiegen ist und die auch, hat's ja schon erwähnt, bei der Schauspielersuche und auch so überall eingesprungen ist, mitgemacht hat, viel Kraft reingegeben hat, auch viel gute Stimmung. Ich bin Susanne, die Produktionsassistentin vom Cinema Abstruso. Ich habe den schwarzen Nazi-Trailer-Dreh anfangs betreut und bin jetzt beim Dreh so für alles Mögliche zuständig, wofür sich noch sonst niemand verantwortlich gefühlt hat. Und es läuft. Innerhalb von 24 Stunden im Prinzip einen neuen Schauspieler gefunden, mit dem wir auch jetzt sehr zufrieden sind, und das hat sich schon gut angefühlt. Ja. Am Ende des Tages hat man schon irgendwie so das Gefühl gehabt, man hat was richtig Gutes geschafft und richtig schnell, unerwartet. Ich hätte von den ganzen Schauspielern, die ich rausgesucht habe, einen anderen vom Gesichtsausdruck besser gefunden, aber jetzt kann ich mir schon mal, jetzt wo ich den so die ganze Zeit in der Rolle sehe, kann ich mir den anderen schon gar nicht mehr vorstellen. Also ja, ich finde den sehr gut. Und so im Team, ich meine, alle waren wichtig, es haben wirklich alle sehr gut gearbeitet, finde ich. Eigentlich studiere ich. Ja, zum Beispiel die zwei Frauen von der Dekoration, Sina. Kommunikations- und Medienwissenschaft. Klang spannend, habe ich gesagt, mache ich mit. Und Katha, die ja auch kurz vor knapp eingestiegen und auch branchenfremd sind, sich da voll rein motiviert haben, sag ich mal. Das war richtig gut. Gutes Team, gute Stimmung, nicht garstig. Das ist immer so ein Problem im Film, wenn jetzt nicht auf Frauen bezogen, nicht so was Frauenfeindliches, sondern dass Leute irgendwie schlechte Laune bekommen oder mit dem Stress nicht zurechtkommen oder irgendwie unzufrieden sind, wegen was auch immer. Es ist immer sehr wichtig, dass auch eine relativ gute Stimmung bleibt oder zumindest so ein neutrales Arbeitsklima, das war immer da.
Ja, das war eine Schere. Lösungsorientiert. Ja, das lief ziemlich gut. Ja, natürlich Dennis Jagstin, sehr gut als Oberbeleuchter. Den hatte ich beim Trolldreh kennengelernt. Danke, Dennis. Ja, zum Beispiel auch, wenn du das Brett nimmst, mit den Löchern das so machen, dass die Lampe nicht mit getroffen wird, ne? Emanuel, Lichtassistenz. Dann natürlich Tim, auch eine sichere Bank als Tonmann. Also die zwei einfach so von der Technik. Jan Mühlberg, der Tonassistent. Ich bin der Jan. Ich mache den Ton beim Film. Bei dem Film auch. Und es ist echt interessant. Hat mir gut gefallen. War auch anstrengend, aber da muss man eben durch. Die Kameraassistenten. Hat uns Peter Mannhoff unterstützt, der jetzt hier auch beim Trailer Kameraassistent war. Eigentlich zweiter Kameramann, der dann hoffentlich auch im Sommer mitmacht. Der hat uns sein Objektiv ausgeliehen. Ich bin der Peter. Am Donnerstag, am dritten Drehtag, da waren wir alle schon so ein bisschen durch. Bei der Schwarze Nazi bin ich der erste Kameraassistent und Ersatzkameramann, falls der Kameramann ausfällt. Und haben gedacht, so jetzt müssen wir nochmal eine Nachtszene drehen. Eigentlich bin ich ebenfalls Filmemacher. Dann hatte ich die Idee, okay, in Schleusig gibt es einen Mexikaner, der hat immer schöne Beleuchtung, da muss man gar nicht so viel noch machen. Ich habe Thiemann dann schon vor 2 Jahren kennengelernt, über das UFO Kurzfilmfestival. Und so sind wir zusammengekommen. Und wir haben schon mal gleich gedickt und haben uns gesagt, okay, das ist eigentlich ganz cool, können wir was machen. Und so hat er mich dann vor einigen Monaten zu dem Trailer-Dreh eingeladen, als erster Kameraassistent mitzumachen, was ich großartig finde. Sind wir da hingefahren, haben kurz gefragt, die haben uns auch sofort drehen lassen. Vor allem, das ist jetzt vom Cinema Astruso, der erste Produktion, Filmproduktion, die sehr, sehr ernst angegangen wird. Tschüss! Kommt in den Making-of! So. Und ja, da im Hintergrund läuft schon unsere Regie. Ja, wenn die Regie nicht hinter der Kamera ist, dann schleppt sie schwere Dinge. Um das Geld für den Film zu bekommen. Dann haben wir dort gedreht, sind noch sehr tolle Bilder geworden. Hat Dennis nochmal richtig was rausgeholt. Ist einiges passiert, sowohl Gutes als auch Schlechtes. Dann haben wir aber festgestellt, als wir fertig waren, okay, hier fehlt eine Tasche und dann hat es halt ein Emanuel, der Dennis geholfen hatte beim Lichtsetzen und mich und einen Peter halt getroffen gehabt. Wir haben halt alle Technik verloren, da hat halt irgendjemand ins Auto eingebrochen und hat das Auto aufgemacht und einfach abgehauen mit der Tasche. Wir standen 3 Meter daneben. Man hat definitiv einiges mitgenommen. Wir haben es dann auch relativ schnell weggesteckt. Man kann auf den Trailer schon sehr, sehr gespannt sein. Und wir freuen uns auch riesig auf den nächsten Sommer, weil wir werden definitiv den Schwarzen Nazi komplett drehen. Langspielfilm. Sebastian und Philipp haben super mitgearbeitet. Man lernt was, macht Spaß und man sammelt Kontakte und so weiter. War auch schon eine ziemlich gute Stimmung im Team. Das Essen war super, wirklich gut. Crazy, altbewährt vom Marder-Dreh. Hat wieder die Küche und das Catering gerockt. Jetzt musst du aber leider helfen. Also die kleine Küche zur Großküche umfunktioniert. Ich bin Resi, ich mache hier das Catering. Und bis jetzt gefällt es mir sehr gut, vor allem heute, weil ich einiges mitbekomme, weil es im Hof ist. Und weil ich aus der Küche zuschauen kann und nicht dann immer ganz alleine in der Küche sitze. Es macht sehr großen Spaß, sind nette Leute auf jeden Fall. Heute ganz besonders viele mittags gewesen mit den ganzen Komparsen, mit den Nazi-Komparsen. Ich hatte schon mal mit Cinema Abstruso einen Dreh, ein Catering bei einem Dreh. Ja, und ich würde es eigentlich nächstes Mal auch wieder machen, vor allem beim Film. Gab es denn so zu essen? Leckeres Essen? Quiche? Quiche. Bagels gab es auch mal gesponsert. Sehr viel Kaffee.
Viele haben auch Zigaretten quasi gegessen, Soldatenfrühstück. Gibt es Kaffee? Ja. Zigarette, Kaffee. Gibt es so was Herzhaftes zum Essen, irgendwie außer Süßigkeiten? Ja, tut mir leid. Ja, ich merke schon. Ja, Kaffee anzufangen. Ja. Oh, jetzt geht's los. Ich dachte, dass er dünn ist. Wird vegan gekommen? Dann so Getränke gab es auch noch gesponsert. Und von der Tafel haben wir auch noch ein bisschen was bekommen, was dann im Essen weiterverarbeitet wurde. Wohingegen der Bäcker sich diesmal geziert hat und uns nichts gegeben hat. Maike auch sehr gut, eigentlich nur quasi als Freundin von Tim, Ton-Tim, mitgekommen. Die hat gut die Klappe gehalten. Und dann gut die Klappe gehalten, genau. Ich bin die Maike aus Chemnitz und das ist mein allererster Dreh als Setrunnerin. Hauptsächlich habe ich die Klappe geschlagen und so eine Art Klappenprotokoll geführt und hier und da ausgeholfen, da mal die Getränke gereicht, da mal irgendwo abgetupft. Jetzt hier, ja. Ja, danke. Okay, jetzt haben wir 4. Ja, 5. Also bei der Arbeit. Ja, das ist alles da. Ja. Super. Einfach mich nochmal fragen. Am ersten Tag durfte ich sogar auch gleich irgendwie mit vor die Kamera. Heute kann man richtig viel machen, kann man viel erleben, kann man viel sehen und auch viel lernen auf jeden Fall. Dürfo natürlich, Making of war auch sehr gut, auch wenn manchmal manche genervt waren von dir, aber du hast gute Stimmung gemacht und warst immer dabei. Du hast deine T-Shirts gekauft. Das ist mein eigenes Nein, natürlich nicht. Albert und GBG, hallo. Also das ist nicht toll. Toni Heyer, Regieassistent. Das ist ganz klar. Richtig. Hallo, ich bin Toni Heyer. Ich bin die Regieassistent von Karl und Tillmann König. Ja, meine Aufgabe besteht in erster Linie darin, die Komparsen zu organisieren, die Laufwege für die Komparsen festzulegen. Man meint gar nicht so richtig, also sieht man die Fahrt gar nicht so richtig. Ich glaube, von vorne nach hinten geht, das hat mich gerade ein bisschen irritiert. Es sind sehr stressige Drehtage. Wir drehen im Schnitt 13 bis 14 Stunden. Der erste Drehtag war sehr anspruchsvoll, ist sehr gut verlaufen. Wir haben viele tolle Bilder aufgenommen. Der dritte Drehtag ist wahrscheinlich etwas Besonderes. Wir drehen eine Massenszene mit 50, 60 Komparsen. Unser Hauptdarsteller wird ein deutsches Volkslied singen. Martin Sport, auch als Setrunner. Ich bin Martin, ich bin hier der zweite Setrunner. Und ja, ich mache im Prinzip alles, was anfällt, was mir die Aufnahmeleitung sagt. Zum Beispiel heute war ich auch mal ganz kurzfristig als Statist in der Außenszene dabei und musste dann auch was sagen. Ja, also bis jetzt gefällt es mir ganz gut. Ich bin aber auch erst seit heute dabei. Heute ist ja der zweite Drehtag. Und es macht viel Spaß. Ich kenne die zwei Brüder jetzt schon seit 3-4 Jahren, habe zuerst ein Praktikum gemacht und wir organisieren jetzt immer das Festival und dadurch sind wir jetzt immer wieder in Kontakt geblieben und jetzt hatte ich auch total Lust, mal bei einem Filmdreh dabei zu sein. Das ist auch das erste Mal für mich jetzt bei einem Spielfilm. Dann auch die Fotografen Sören Zweininger in seiner unnachahmlich beredten Art. Ich bin Sören, ich bin 24 Jahre alt, ich bin als Setfotograf beim Projekt dabei. Ich bin über eine Freundin angefragt wurden, die mich einfach gefragt hat am Telefon, ob ich kurzfristig einspringen kann. Und ist das erste Mal gewesen, dass ich jetzt als Setfotograf, also wirklich bei einem Filmset, dokumentarisch fotografiert habe. Meine Erfahrungen davor waren eher im Theaterbereich, in der Theaterproduktion Fotos für die Öffentlichkeitsarbeit zu machen. Ist ein anderes Arbeiten, ist auch mitunter ein bisschen stressiger, ein bisschen schwieriger, weil mehr Leute um einen drumherum sind, aber auf jeden Fall eine interessante Erfahrung für mich. Denise Lipfer, kurz spontan angesprochen, dann super Fotos gemacht. Tillmann hat auch gut gearbeitet. Wie gesagt, wie eigentlich ist das wichtig? Mal kurz mit dem Carly zusammenzuarbeiten, nervt manchmal, wie es mit jedem Menschen nervt, zusammenzuarbeiten, wenn man so eng was macht. Und ich freue mich aber immer, wenn wir so ein Projekt zusammen durchziehen und 99% der Arbeit sind richtig cool, machen sehr viel Spaß. Und der 1%, das muss auch so bleiben. Franziska Merkel, die beim Dreh selbst nicht da war, aber davor die Dekoration, das Zimmer hier dekoriert hatte. Ruben und Mandy, die die Homepage gemacht haben, Ruben Dehne, Mandy Krollhofer, die jetzt
nicht öffentlich in Erscheinung getreten sind. Und eine sehr gute Arbeit hat natürlich noch Markus Gärtner gemacht. Pressearbeit war top. Wer bist du denn? Offset-Fotograf? Nee. Nicht? Was ist deine Aufgabe hier? Ich mache das Making-of. Das Making-of. Also wir sehen, es gibt ganz viele verschiedene Rollen. Set-Fotograf, Making-of ist, glaube ich, der Mann, der nur die Herstellungsgeschichte dieses Filmes begleitet quasi. Ja, obwohl das hier nur 4 Tage sind, gibt es da schon ein Making-of. Für einen kleinen Trailer-Dreh, also einen größeren Trailer-Dreh, aber einen 3,5-Tages-Trailer-Dreh, 4 Radiobeiträge bei MDR und Radio Mephisto, 2 LVZ-Artikel und 2 Kreuzer-Artikel ist schon eine krasse Leistung. Also vielen, vielen Dank an das Team, an die Schauspieler und Komparsen, an uns. Wir freuen uns drauf, wir werden ja bestimmt mit den meisten von euch beim Film dann auch zusammenarbeiten. Wir drehen mit der Blackmagic Cinema-Kamera, die ist letztes Jahr auf den Markt gekommen. So ein bisschen eine gehypte Kamera, hat viele Vorteile, aber auch sehr viele Nachteile. Im Endeffekt, wenn man das aber weiß, kriegt man sehr, sehr filmähnlichen Look hin. Einen sehr plastischen Look, eine hohe Auflösung, sowohl von Pixeln her, als auch von Farben her, als auch von Dynamikumfang. Was man dann danach machen muss, auf jeden Fall ist Color Grading. Da haben wir den Enrico Wittig gewonnen, der sich voll in das Projekt reingehauen hat und da etliche Tage dran saß mit Maskierungen und mit diversen Looks, die wir ausprobiert haben. Das sieht man dann immer am Ende gar nicht, aber das ist eigentlich immer auch so eine gute Sache, wenn man das nicht sieht, dann hat es der Kolorist richtig gemacht. Wir haben im Trailer jetzt auch schon viel draußen gedreht und man merkt halt natürlich, wenn man Kamera hat, die wenig Kontrastumfang hat, dass man schnell einfach einen ausgefressenen Himmel hat oder dass, wenn man eine Szene hat, wo man drinnen dreht und noch ein Fenster drinnen hat, wo dann eigentlich das Außen noch sichtbar ist, dass das dann meistens ausbrennt. Das ist halt mit der Kamera einfacher zu umgehen, so eine Fehlerquelle, weil die halt sehr viel, also ja, einen sehr hohen Bereich hat von hell zu dunkel, den sie abbilden kann im Vergleich zu günstigeren Kameras oder zu anderen Kameras. Tim hat sehr viel Tonequipment, hat eigentlich das komplette Tonequipment mitgebracht. Wir haben natürlich Aloysius, haben wir jetzt nicht angekündigt. Nein, brauchen wir nicht. Also die 4 Leute, ich gebe einmal vor, hoch auf dem gelben Wagen, jetzt hier. Und bitte, dann im Refrain alle. Ich mach mal, also jetzt nur die 4 den Text und im Refrain dann alle einsteigen. Hoch auf dem, bitte. Ich hab keinen. Okay. Auf dem gelben Wagen. Und jetzt, und bitte. Ich möchte ja so gerne noch schauen, aber der Wagen, der rollt. Ich möchte ja so gerne noch schauen. So, du musst eigentlich richtig nach unten klein. Du musst dann richtig nach, also, du, nicht mal zu wissen. Die haben dich bis hier drin. Also wenn du so hintergehst, bist du nicht mehr drin. Ryan, kannst du auch nach vorne? Ja, so. Okay. Fertig hier? Ja. Wir sind gerade bei Meyer Brothers in dieser Szene des Making-ofs. Und ihr seht halt, wie wir den Dolly gerade einladen und die Schienen, das haben die uns coolerweise alles ausgeliehen, ohne Geld. Den wir am ersten Drehtag gleich eingesetzt haben, gleich bei der allerersten Szene, wo Aloysius alias Sicomoya, alias der schwarze Nazi, knallhart in seiner ersten Szene im Trailer als Nazi die Straße langläuft. Wir haben uns auch noch sehr viel mehr Sachen ausgeliehen, wie auch noch ein paar andere Firmen, aber vor allem Meyer Brothers haben uns bei dem Projekt sehr, sehr gut unterstützt. Und wir waren halt bei dem Trailer jetzt auf viel Technik angewiesen, weil wir halt wir wollten ein paar Szenen machen, die so Signature-Shots sind. Aufnahmen, die halt ganz klar zeigen, okay, so in die Richtung soll es gehen. Jedenfalls bei ein paar Aufnahmen, nicht bei allen. Die allererste Szene, wo so eine bestimmte Stimmung ist, wo man sieht, okay, so ungefähr könnte der Film aussehen, wo man einfach ein bisschen mehr Technik braucht. Und wir wollten halt auch mit Dolly arbeiten, mit Schienen arbeiten, um einfach dem Trailer einen gewissen professionellen Look zu geben. Wobei das etwas schwieriger war mit den Schienen, die auf diesem völlig unebenen Untergrund da in relativ kurzer Zeit so hinzubekommen, dass es flüssig läuft, also dass es eine flüssige Fahrt gibt. Da waren schon einige Ruckler drin. Aber es hat doch so funktioniert, dass man die Szene im Trailer sehr gut verwenden kann.
Irgendwie habe ich das Gefühl, wenn man digital dreht, dann wiederholt man Szenen. Das rechnet man vorher so ein. Selbst wenn eine Szene gut ist, wiederholt man die einfach nochmal, weil es so billig ist und so schnell geht. Zur Sicherheit. Manchmal. Aber wir mussten, glaube ich, auch viel wiederholen, weil wir halt keine Probezeit hatten. Dann hatten wir mit den Schauspielern nur kurze Gespräche im Vorhinein über die Rollen. Und auch, für, wie ich vorhin schon gesagt hatte, für die Schauspieler sehr schwer, in so Szenen reinzukommen, wenn die Szenen gar nicht mal richtig anfangen sollen. Wir sind ja mitten in die Szenen reingegangen und haben dann früher aufgehört. Dadurch, glaube ich, auch häufige Wiederholungsnotwendigkeit. Im Schnitt zu 7 Takes. Eine Szene war diese Stunt-Szene, Action-Szene mit Blut. Da hatten wir uns vorher mit Oliver Jures getroffen, einem professionellen Stuntman, der auch in Hollywood-Filmen mitspielt. Den hatte ich bei einem Kurzfilm-Workshop kennengelernt. Ich mache das, ich bin Linkshänger, nur dass du weißt. Aber wollte ich dann noch die andere Seite? Tillmann hatte das dann mit ihm übernommen, hatte sich vorher getroffen mit Fahrradschlauch und so weiter, mit Blut. Die Stunt-Szene hatten wir gedacht für den Trailer, dass halt der, ja, dass auch ein bisschen gezeigt wird, so wo ist das Extrem, wie weit wollen wir im Film dann gehen mit Gewalt, was wollen wir zeigen, wie hart soll es werden, um so ein bisschen auch die Tonalität des Films vorzustellen. Und der hat bei der Szene sehr gut geholfen mit seinen Polsterungen und seinen Tricks und seiner Klarheit. Jetzt ist gerade noch nicht ganz klar, während wir das hier drehen, ob die noch drin ist oder nicht, weil sie vielleicht doch ein bisschen zu hart geworden ist. Schuld daran ist Oliver Jures, der Stunt-Choreograf. Ja, die wirkt schon sehr hart und also war natürlich ein Spaß. Danke, Oliver. Das ist eine sehr, sehr coole Szene geworden. Ich mag die sehr doll und auch alle anderen, aber wir wollen unsere Unterstützer aus dem Netz vielleicht nicht abschrecken mit zu viel Gewalt. Das Stunt-Opfer war Volli Tanner, ein Leipziger Original. Handy-Nazi. Ja, also ich bin der Volli Tanner hier aus Leipzig und ich mache sonst in Literatur ein bisschen und darf bei dem Film Der schwarze Nazi mitspielen. Ich spiele da einen der ganz, ganz bösen Buben, hier so Scheitelträger, yeah, 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 aber ich leide. Liebe Freunde, ich leide Schmerzen. Ja, und erfreue mich daran ein kleines bisschen. Das war auch sehr cool, dass der mitgemacht hat, dass wir den bekommen haben. Wir haben ihn ganz kurz vorher angerufen, gefragt, ob er Lust hat, so einen kleinen Auftritt zu haben im Trailer. Er war sofort dabei. Kam dann an dem Tag zu uns hinter den Hof, uneingeweiht. Wusste gar nicht, was wir mit ihm vorhaben, hat dann aber auch alles mitgemacht. Und das wollen wir auch unbedingt im Film beibehalten, mit, auch mit Kleinen zu drehen oder mit so originellen Menschen. Das klappt meistens ziemlich gut, wenn man die Leute so ein bisschen nach ihrer Art besetzt. Wenn man weiß, wer das ist und man denen nicht irgendwas anderes aufdrückt, sondern die ein bisschen so, wie sie halt sind, besetzt. Da klappt das eigentlich immer ziemlich gut. Wenn du jetzt eine Hauptrolle hast, wo es richtig emotional wird und auch in die Tiefe geht und auch eine große Bandbreite an menschlichen Sachen zu zeigen ist in der Rolle, da brauchst du entweder einen sehr begabten Laien oder brauchst du halt einen richtigen Schauspieler. Aber für so Nebenrollen, wo die eher so nicht Stereotyp, aber halt so ein bisschen eine Seite von sich zeigen und nicht so Multi-Charakter sind, da geht es sehr gut, finde ich, mit Laien. Die haben halt einfach oft, finde ich, so eine Authentizität. Wir haben 3,5 Tage gedreht. Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und Freitag den halben Tag. Und wir haben immer von früh um 8, um 9 bis spät abends bzw. nachts gedreht. Es war ein sehr harter Fahrplan mit vielen Nachtszenen, mit viel Lichteinrichten, vielen Umzügen am Set, mit vielen, sehr vielen Bildern in Leipzig hin und her fahren. Vielen Komparsen. Sorry, ich hoffe es nicht. Du hast nichts umgekehrt. Und das andere ist dann auf eure Rechnung. Jetzt wartet ihr noch drauf, dass ein Unfall passiert. Was dann am Ende übrig geblieben ist, oder was heißt übrig geblieben, was draus geworden ist, ist was ganz anderes, als wir geplant haben. Dies ist die Geschichte von Sicko Moja. Pass auf, dass du nicht zu deutsch wirst, hm? Eine Geschichte über Liebe.
geheimnisvolle Rituale und Gastfreundschaft. Er begegnet einer fremden Kultur, faszinierenden Menschen. Ich bin schwanger. Und gewinnt ihre Herzen. Was ist denn los? Ihr werdet Großeltern. Reißen Sie sich zusammen, Sie sind ja nur Gast. Nur Gast. Doch dann wird er deutsch. Ein Mann, eine Mission. Was macht ihr für eine Scheiß-Bankmusik? Hoch auf den gelben Wagen! Sing weiter! Hoch auf den der nationale Widerstand lebt von mehreren Aktionsformen. Dazu gehört auch die Parteiarbeit. Ja, im Endeffekt ist es so, dass ihr mit eurem fetten Arsch nur im Büro sitzt und wir den Scheiß hier. Lern erstmal richtig Deutsch sprechen. Zeig mir deinen Ausweis. Aus Deutschland. Doch Siko Moja will alles. Ich werde als Parteivorsitzender kandidieren. Du bist ja nicht mal deutsch. Kein Schwein wird erfunden. Was ist Deutsch? Folgen Sie Siko Moja auf seiner Safari durch Ostdeutschland. Ich möchte ja so gerne noch dauern, aber der Wagen, der weint. Scheiße. Probleme gab es auch mit Aloysius, als er meinte plötzlich, dass er nicht richtig rennen kann bei dieser Verfolgungsjagd. Da hat man zum Glück Martin, der ihn gedoubelt hat für die Proben, bis wir es komplett technisch, den technischen Ablauf klar hatten, und dann ist Aloysius reingegangen. Als wir alle Szenen drin hatten, die wir gedreht haben, hatten wir ungefähr einen Trailer von 4,5 Minuten und wir fanden ihn total schön, wir waren auch total glücklich, dass das alles so gepasst hat. Und dann haben wir aber uns einfach mal 2 Wochen von entfernt und ein bisschen andere Trailer uns angeguckt und dann nochmal angeguckt und dann gesehen, ja, das ist viel zu lang, das geht gar nicht. Wir müssen es viel schnittiger machen, hier muss einfach was rausfliegen. Den Proberaum, da haben wir ewig rumtelefoniert mit Band Community Leipzig, mit 5, 6 verschiedenen Leuten überall angeblich, wir kriegen einen Proberaum, dann nicht mehr gemeldet, dann doch nicht und so weiter. Und dann haben wir Paul angerufen, der hatte einen Proberaum und haben dann mit den Dekorateuren und Dennis Jaks, die in Licht, sind wir hingefahren, um es zu besichtigen, wie wir das dekorieren und überlegt, was kaufen wir da und was brauchen wir alles. Und dann kam er da an und der Proberaum war einfach perfekt, so wie er war, völlig verasselt, völlig vermüllt, mit 1000 Instrumenten, genauso, dass man eigentlich gar nichts mehr machen musste, und wir haben uns dann auch entschieden, da mit Licht fast nichts zu machen. Also 1, 2, dass ein bisschen mehr Licht da ist, aber jetzt kein dramaturgisches Licht zu setzen, sondern so zu lassen, wie es war. Und die Nazis haben sich da auch pudelwohl gefühlt, also die Nazi-Komparsen, die hatten richtig Bock auf die Szene, da die Sau rauszulassen. Also ich bin Ich will mal kurz einen Test machen, spielt mal ganz kurz. Es tut so, als ob er spielt, und ich bin mal Siko Moja. Nee, du musst es nochmal hier mit dem Amboss ein bisschen hier locker machen. Naja, da kommst du rein und grinst. Ich hab erst nicht gegrinst. Ja. Kommst du so störrisch rein? Wir hatten auch einen kleinen Verstärker mit, haben so eine Nazi-Mucke da laufen lassen und sie haben halt irgendwie ein bisschen rumgehauen und irgendwas gekrölt dazu. Plakat von Reni Liefenstahl, das war mir ein bisschen zu fett, so, also draufgepackt halt, so filmmäßig. Nee, es ist gut, ich dachte nur, es wäre ein Witz, aber das ist wahrscheinlich wegen Reni oder sowas. Das ist ein Film. Das ist entweder ein Witz oder,
Aber ist egal. Cool, einfach nur weiße Tour zu haben. Nein, das ist nicht cool. Oder der Nazi-Band. Ich würde noch mal mit Licht das gerne sehen. Das hab ich nicht gecheckt, ey. Das müssen wir auf jeden Fall abnehmen. Das ist zu... Ja. Einfach rein. Drinnen noch reinhängen, im Hintergrund oder so, vielleicht. Könnt ihr vielleicht hier runter, sozusagen hier ab dem Adler abschneiden und das hier so drüber holen, nur den Adler? Ja. Deswegen haben wir es abgemacht wieder. So ist es manchmal. Das ist hart für Dekorateuren, das Film ist ganz schön hart, weil die durchdenken sich da Sachen ewig, warum, wieso, weshalb, organisieren das, kleben das da schwierig dran und dann kommt Regisseur und sagt, nee, passt nicht weg. Also boah, nicht. Also ist es manchmal, muss man natürlich aufpassen, das sollte man dann auch sich sicher sein, dass das so sein muss als Regisseur und nicht einfach Leute übergehen, aber wenn es halt so ist, dann ist es so. Ich möchte mich nochmal ganz doll im Namen von Karl Friedrich und von mir bedanken, dass ihr uns so toll unterstützt habt und dass ihr uns vielleicht auch weiter unterstützt im Sommer. Das wird unser gemeinsames Projekt und ich hoffe, dass wir 2015 dann den Film auf der Leinwand sehen werden. Dankeschön. Drehschluss, hast du gehört? Drehschluss. Einstellung 2, Take 1.